Gut, dafür brauchen wir die Karte, um ins Kontrollzentrum zu kommen. Das müssen wir uns merken. Ah, das ist natürlich auch schwierig mit den ganzen Namen, ey. Da haben wir schon ziemlich viele Namen gehört. Gott, wo waren das ja gegangen mit den Nachtsichtgläsern? Da gehen wir jetzt rein. Bei einem anderen Weg haben wir ja nicht mehr. Ich glaube, das sind wir falsch. Ich glaube, wir müssen da lang. Oh. Ja, genau, jetzt hier links. Und, so, wie ich das hier in Erinnerung habe, müssten wir jetzt hier trotzdem durchgehen können. Und? Ah! Wow! Boah, das muss nicht sein. Das ist fies. Weg damit. Ja, okay, wie... Okay, jetzt Nachtsichtgläser, ist klar. Alles ist grün. Und das meine ich ja. Also, das Spiel hatte schon eine Menge zu bieten eigentlich für so damalige Verhältnisse. Sogar Nachtsichtgläser und 3D-Modus. Also, ja, hier ist nichts. Doch, hier geht's weiter. Steht da eigentlich? Biological, Hazard, Authorized, Personally. Nee, Persons Only. Okay, auch schon. Keine Ahnung, was das... Also... Das sieht aus wie so ein, das erinnert mich irgendwie an Lost gerade, an die Serie Lost. Da gab es ja auch diese komische, Gott, wie hieß die denn nochmal? Ich habe keine Ahnung, wie die hieß. Da gab es ja auch diese, diese komische wissenschaftliche Gruppe, wo diese komischen alten, Bänder von gab. Und die hatten auch so ein Zeichen. Ich glaube, das sieht das überhaupt nicht, es sagt dem aus, aber ich meine, das hat ja irgendwie... Das hat mich irgendwie daran erinnert. Überall Luft, solche Luftdinger da. Nee, hier ist echt nichts. Dann gehen wir wieder raus. Komisch. War nur Munition. Dann gehen wir, wo war nochmal das, der andere Gang mit den Nachtsichtgläsern? Ich glaube, das war direkt nebenan, ne? Das war, glaube ich, direkt nebenan, wo wir die Karte von Dr. Hammond, gebraucht haben. Das heißt, wir müssen wieder nach oben. Ich kriege immer Lust, irgendwie eine Tasse Tee zu trinken bei der Musik. So, sind wir im Erdgeschoss. Und die Musik finden wir so gut drin. Sehr nice. So, da brauchen wir die Nachtsichtgläser, glaube ich, direkt gegenüber. Oder? Ja, genau. So, müssen wir aufpassen. Direkt am Anfang könnten Dinos sein. Schnell rein, kurz raus. Ich habe rechts schon einen gesehen. Oh, weg. Okay. Wieder ein kleiner Gang. Was ist denn hier los? Haben sie hier Stromausfall oder so? Da, das ist eine Karte. Sie haben Alan Gwents ID-Karte gefunden. Alan Gwents? Das ist doch unsere eigene. Wir sind doch... Hallo, wir sind doch Dr. Gwent, oder nicht? Wieso verliert er seine ID-Karte? Seine ID-Karte? Und warum in so einem stockfinsteren Raum? Fragen über Fragen. Naja, okay, wir haben zumindest eine Karte, wo wir noch keinen Gang zu haben. Ich weiß, die haben wir noch nicht gebraucht, ne, die Karte, ne? Das Blöde ist ja, wenn wir jetzt irgendwo hingehen und irgendwo Türen öffnen, wird nicht angezeigt, dass wir die dafür gebraucht haben. Also ist eigentlich besser, wenn wir irgendwo noch nicht weiterkommen und sehen, ah, dafür brauchen wir die Karte. Weil wenn ich jetzt irgendwo so ein Gebäude reingehe, wofür ich die Karte gebraucht habe, wird das gar nicht angezeigt und ich werde nie erfahren, wo wir verdammt nochmal diese Karte für gebraucht haben. So stelle ich mir das gerade vor. Ist nicht gerade schön. Aber kann ich nichts daran erinnern. Also wir haben die Karte von Dr. Grant. Unsere Karte. Mit der können wir auf jeden Fall irgendwas machen. Das heißt, wir gehen erstmal wieder raus. Und werden ein bisschen draußen noch versuchen, uns umzuschauen. Dann werde ich auch wieder aufhören für dieses Mal. Ich wollte es relativ kurz halten. Weil ich echt nur sehen wollte, wie das jetzt... Oh Gott, die Küche. Wir müssen wieder zurück. Ich wollte nur sehen, wie es aussieht und... Was mir selber gefällt, so vom Spielen her. Aber bis jetzt eigentlich schon, glaube ich. Das wird, glaube ich, ganz lustig werden. Nächstes Mal bin ich auch ein bisschen mehr vorbereitet. Dann kann ich über das Spiel ein bisschen mehr erzählen. Jetzt war das echt ein bisschen spontan. Es ist jetzt nicht, dass es jetzt sonst immer geplant ist oder so. Aber, naja, ich guck mal schon ein bisschen vorher was an, sag ich mal. So, wir sind draußen wieder. Ich muss sagen, also vom Spielgefühl ist es auf jeden Fall besser und angenehmer, hier draußen zu sein. So, da sind diese Dings da. Geomnitikos, glaube ich, das ist... Ah ja. Schießen Sie nicht auf die Gallimimos. Tim Murphy. Okay. Nicht auf die Gallinimos. Gallinimos, wie Gallio, Gallinimos. Okay, gut. Gallinimos. Oder so ähnlich. Ich hab den Namen schon... Ah, ich bin voll reingelaufen, verdammt. Boah, bin ich blöd. Gallinimos. Oh Gott, das ist ein total Urwurm. Ich muss aber meine Kugeln bereithalten. Wenn hier irgendein Dino aus dem Wald kommt, schieße ich sofort auf den. Der hat keine Chance. So, wir gehen erstmal nach links hier. Oh Gott, da geht's in den Urwald. Da gehen wir auf keinen Fall rein. Jetzt geht, will ich mich heute komplett davor drücken. Ich habe echt Angst. Also links von jedem Moment kann da so ein Dino rauskommen. Da müssen wir echt aufpassen. Und es gibt auch irgendwo einen richtig großen Dino. Einen ganz großen T-Rex. Der ist, glaube ich, auch unbesiegbar. Der one-hitted einen sozusagen. Da muss ich echt aufpassen. Ich muss unbedingt die Stelle vorher erahnen, wo der kommt, weil sonst erschrecke ich mich zu Tode, wenn da so ein fettes Ding plötzlich aus dem Wald kommt.
Und ich meine, es gibt auch andere Stellen noch, wo man einfach nur stirbt. Also das heißt einfach nur stirbt, wo man einfach wegrennen muss für irgendwas. Ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Das war auch ein großer, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Oh, ja, ist doch schon irgendwas anderes. Das ist eigentlich immer eine große Warnung. Wenn irgendwas eingeblendet wird, heißt es eigentlich schon wieder wegrennen. Auf die Galeninos. Hier, aber hier ist jetzt nichts gewesen, okay. Oh, da ist was. Ne, das brauchen wir nicht einsammeln. Das sind, die nächste Raketen. Können wir nicht. Oh, das ist anscheinend so ein, so ein Abmauerung, Abgrund sozusagen. Ist hier nichts? Kommt hier nichts aus dem Gebüsch raus? Okay. Da unten will ich ehrlich gesagt nicht lang gehen. Wir gehen erstmal ganz nach links und gucken, was ist da noch so. Ne, Sackgasse. Ah, okay. Ich will da unten ehrlich gesagt nicht lang. Noch nicht. Bin ich heute noch nicht bereit zu, glaube ich. Hört sich zwar kindisch an letztendlich, aber ich mag es echt nicht. Habe ich echt. Ich will nicht sagen, dass ich ein Trauma davon habe, aber das fiese Gefühl von damals bleibt einfach. Deswegen will ich mich erstmal davor drücken. Wir gehen erstmal auf die rechte Seite. Ich kann mich erinnern, dass auf der rechten Seite ein Berg ist. Und, dass ich da immer, wow, als erstes hingegangen bin und dann auch aufgehört habe, weil es dann irgendwie so schwer wurde oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich das noch. Und, ich glaube, da gibt es auch Raptor-Eier. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall weiter. Ach, wir können auch nach unten gehen. Das weiß ich ja noch. Habe ich wieder vergessen. Wir können auch noch ganz weiter nach unten gehen. Ah, da gehen wir noch nicht rein. Das ist ja beim letzten Mal katastrophal gelaufen. So, ich habe meine Kugeln bereit. Vielleicht aber auch erstmal hier rüber gehen. Nee, machen wir später. Ich habe meine Kugeln bereit, zum Schuss bereit. Wenn da so ein fetter Dino kommt, ich schlag den sofort in die Luft. Einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Okay, jetzt kam gar nichts. Toll. Herr Grant, gehen Sie nicht zu nah an die Dilophosaurier heran. Ihre Spucke ist tödlich. Dilophosaurier, so heißen die. Okay. Oh, das ist die Musik. Ist die Musik nicht gut? Da muss ich kurz ruhig sein. Boah, da kommen so viele Erinnerungen bei mir hoch. Die ist so gut. Oh, so gut ist sie. So gut. Okay. Ah, ein Raptor-Ei. Sehr schön. Nummer 16. Ian Malcolm. Ich glaube, der ist anscheinend immer damit, hat immer damit zu tun. Der Moral-Apostel. Nummer 16, okay. Schade, dass da irgendwie nummeriert werden von 1 bis irgendwas. Es gibt auf jeden Fall 17 Eier. Das ist die Mindestanzahl. Das wissen wir schon mal. So, das ist der Berg. Da gab es auch viele Fallen. Das weiß ich noch. Und nicht nur viele Fallen, da gab es auf jeden Fall viele Stellen, wo man hängen bleibt und das Spiel vorbei ist. Muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwo mich in der Wand festkeire und dann stehen will, da ganz schön blöd. Dann, ist schlecht, ne? Wenn ich hier hochgehe, kann ich nicht schießen. Das ist ja doof. Oh, diese geile Mucke, ist das so geil. Ah, ich mag das Wort Mucke gar nicht, aber ich benutze es trotzdem sehr oft. Komisch, ne? So, ah, da kommt was Größeres. So. Schön. Ah, diese engen Passagen hier, da habe ich echt Angst, dass ich irgendwo hängen bleibe. So, wir erklimmen den Berg erstmal. Da oben ist wahrscheinlich auch so eine Karte oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, wie die da hinkommt. Ah, ein Raptor-Ei. Noch besser. Hä, das ist wieder so ein weißes Zeug. Das ist ein Buchstabe. Wieder oben auf der, noch höher, auf der, wo wir gerade waren, im Besucherzentrum, war auch so ein, mit so ein weißer Schrift irgendwas geschrieben. Ich hab da eigentlich keinen Buchstabe erkannt, aber das ist auf jeden Fall ein R. Wofür die sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was ist das? Oh, neue Waffe. Ui, die scheinen ziemlich viel Wucht zu haben. Die lassen wir jetzt mal stehen. Können wir uns das mal merken. Sieht aus wie Betäubungspfeile, ehrlich gesagt. Na egal. Gehen wir weiter den Berg hoch. Ich kann nicht schießen, wenn ich auf die Treppe bin. Das ist echt doof. Oh, was Größeres. Und zack. Sehr schön. Diese Rauchgranaten lassen wir jetzt mal liegen. Ich glaube, die sind nicht so effektiv. Dass der eine da irgendwie wieder aufgestanden ist, fand ich ein bisschen komisch. Mein Gott, ich renne den kleinen Dino die ganze Zeit hinterher und dann erwischt er mich auch noch. Gibt's doch nicht, ey. Ich meine auch, dass irgendwo gleich ein ganz großer kommt. Also die braunen. Dass er irgendwie vom Berg runterspringt, wie vorhin beim Gebäude da. Aufpassen. Ey, wie groß ist denn der Berg hier? Mann. Immer auf der Hut sein. Ich hab schon den Auslöserknopf auf der. Also auf meinen Finger ist schon da drauf. Ich weiß auch was ganz Geheimes. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, die das Spiel gespielt haben. Aber es gibt hier aber einen ganz tollen Geheimgang.
Da bin ich verdammt stolz, dass ich den gefunden habe. Der ist hier in den Bergen versteckt. Irgendwo mitten auf der Wand muss er, irgendwo muss man gegen die Wand laufen. Dann ist man in den Geheimgang drin. Und ich glaube, da ist die einzige Möglichkeit, ein zusätzliches Leben zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, wo man sonst noch welche bekommt. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Und da habe ich ständig Leben gefarmt. Und das war die einzige Möglichkeit für mich, das Spiel halbwegs irgendwie voranzukommen. Aber ich habe es trotzdem nie geschafft, weil ich dann irgendwie keinen Bock hatte, irgendwie nach ein paar Stunden habe ich irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Das ist ein Stein. Wie soll ich denn... Ach, da kann ich ganz normal... Ah, da fällt was runter. Nee, oder? Wir sind jetzt nicht tot, oder? Was? Oh, ey, komm, wir haben noch ein Leben. Wir sind gleich Game Over. Das gibt's nicht. Und wenn wir Game Over sind, ich sag's euch, Leute, ich weiß es hundertprozentig, dann müssen wir das... Oh, verdammt. Müssen wir das verdammte Spiel von vorne beginnen. Aber ich bin mir nicht sicher dabei, deswegen werde ich es am Ende nochmal ausprobieren, werde mich extra sterben lassen. Ey, wir haben schon drei Leben verdonnert, das gibt's doch nicht. Das Spiel nicht so übel in Erinnerung. So, wieder auf die Dinos hier aufpassen, links und rechts. Na, da, schön gehört. Oh, da kam nichts. Mann, ey. Das ist ja eine Scheiße. Dafür haben wir die tolle Musik wieder. Mann. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Spiel durchspielen soll, wenn ich ständig Leben verliere. Ich wollte eigentlich auf Save States verzichten, aber... Toll, bin schon wieder getroffen worden. Ah! Mann, ey. Oh, kann ich hier runterfallen? Gott sei Dank nicht. Ich glaube, ich kann da auch, glaube ich, nicht vom Rand so rauslaufen. Ich glaube, ich muss da wirklich reinspringen, sozusagen. Ey, das ist so geil. Das ist so geil, das Lied. Das ist echt geil. Oder der Soundtrack, wo ich ganz nennen darf. Das ist wirklich ziemlich cool. Yeah, wir haben 800 Punkte. Sehe ich gerade. Wow, was auch immer das so bedeuten mag. So, ich glaube, hier kommen die Steine wieder gleich. Also, wir stehen. Also, hier gibt es ja unglaublich viele One-Hits, sage ich mal. Das ist echt unangenehm. Wieso kann ich hier nicht durch? Geht doch. Wie soll ich mich dagegen wehren? Das ist das Problem. Muss ich einfach durchlaufen? Ich muss durchlaufen, glaube ich, oder? Ja, so der Scheiß denn jetzt. Das hat gar nicht funktioniert. Ja, keine Ahnung. Wow, hier fällt er runter. Was? Du verdammter Hurensohn, ey. Was soll das denn? Ich bin da trotzdem noch von getroffen worden, ey. Naja, okay, ist eine Sackgasse. Ich weiß auch nicht, vielleicht gab es auch so, vielleicht gab es auch geheime Items, wenn man einfach irgendwo gegengelaufen ist und dann irgendeinen Knopf gedrückt hat oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Weil manche Ecken sehen so aus, als müsste man da irgendwie ein Gebüsch was suchen oder so. Okay, da war jetzt Munition drin, aber die habe ich im Hauptgebäude ohne. Ich sage immer Hauptgebäude, ich weiß gar nicht warum. Im Besucherzentrum ohne Ende gefunden. Deswegen verstehe ich es nicht ganz. Das war irgendwie komisch. Ich bin extra getroffen worden, deswegen. So, wir gehen erstmal hier weiter und nach unten. Ach ja, nee, hier war das Ding ja. Na gut. Gehen wir hier weiter. Machen die mal schnell kalt. Komm. Ich glaube, die Gegner zum Beispiel tagsüber, die sind immer wieder da. Aber die im Gebäude sind, die glaube, die bleiben tot. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir müssten das mal beim nächsten Mal nochmal überprüfen. Ich glaube, die im Gebäude bleiben tot und die draußen nicht. Oh, oh, Gott sei Dank, ich dachte, er könnte mich hier von da oben treffen, ey, das wäre es ja noch gewesen. Zumindest versucht er es die ganze Zeit. Mann, die kleinen Viecher nerven mich, ich krieg die nicht richtig zu packen. So, ich muss mich gleich schon mal nach einem Geheimgang aus umgucken. Ich glaube, das war hier irgendwo, kann das sogar sein? Ich meine, das wäre in so einer Felswand gewesen worden. Bei so einer geraden Felswand gewesen. Oh, Steine! Da oben auch nochmal. Bist du weg? Gut. Wir werden den Geheimgang jetzt schon mal suchen. Der ist irgendwo, 100%. Der ist hier irgendwo auf der rechten Seite gewesen. Irgendwo, wenn man gegen die Wand läuft, dann ist man drin. Dann ist man wieder in dieser 3D-Perspektive. Und da gibt's Leben, 100%ig. Aber an welcher Wand war das? Hoffentlich finden wir das noch rechtzeitig, bevor wir hier irgendwie Game Over gehen. Wo war das? Vielleicht muss ich auch einen Knopf drücken oder so. Kann auch sein. Ich weiß, irgendeiner Felswand war ein richtig geiler Geheimgang. Richtig geil. Ich weiß auch nicht, wie top secret der ist und wie bekannt der ist. Habe ich keine Ahnung von. Aber für mich ist das boah, voll geil. Ich bin so schlau auf der Welt. Ich weiß auch nicht, wodurch ich das weiß, dass der dort ist. Weil ich war das auch meine Mutter das Spiel öfters gespielt. Ich weiß auch nicht, ob es durchgespielt hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon. Vielleicht habe ich es auch von ihr.
erfahren. Auf jeden Fall weiß ich es. Ich weiß es, aus irgendwelchen Gründen weiß ich es. Ihr kennt das bestimmt auch, dass ihr bestimmte Dinge wisst ihr einfach und die wisst ihr einfach. Keine Ahnung woher, aber die wisst ihr. Boah, was? Ich war irgendwie gerade, meine Steuerung ist gerade ausgeflippt gerade. Das war, glaube ich, wegen der Säure. Das Ding uns getroffen hat. Oh, ein Raptor-Ei. Sehr schön. Auf der Spitze des Berges. Nummer 15. Eier zurückgelassen. Ach nee, Quatsch. Noch 15. So rum ist das. Blödsinn. Insgesamt gibt es 17 Eier. Ne, 18 gibt es ja dann eigentlich. Es gibt 18 Eier und es geht dann runter. Das heißt, wir müssen noch 15 suchen.